Moin, moin, guten Abend und willkommen zu einer weiteren Folge Alien 2 mit mir, dem Sebastian an der Maus. Und dem Daniel, hallöchen. So, wir hatten jetzt zuletzt den Low Rang anscheinend. Und ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Wir hatten das Spielzimmer mit Ben geöffnet. Ja, komm, dann gehen wir da auch mal rein, genau. Mehr, an mehr kann ich mich auch nicht erinnern. Kann man die Scheiben nehmen? Nichts zu sehen. Öffne das Spiel. Ich find's gut, dass er dann automatisch auch dann schon reingeht, weil das ist ja eigentlich das, was man machen will, vorhaben sollte. Okay, genau. Ich weiß, wir haben eine Wasserpistole aus dem Nichts genommen. Geil, ein super sauber Ultrafan mit mehr Spritzpower als Peter North in seinen besten Tagen. Wer ist Peter North? Ah, bin ich nicht drin. Ich find's aber ganz geil, wenn man hier so... Also, okay. Was war das Terrarium? In diesem Terrarium liegen Pilzhaufen? Leben die? Oh, züchtet der neue. Was ist das Schildding da? Rechts neben dem Terrarium? Vorsicht! Pilzlinge stoßen bei zu geringer Buntlichtbestrahlung schädliche Wellen aus. Eine rote Glühbirne. Ich mag rotes Licht, da sieht man besser. Grünlicht? Das hilft nicht einmal beim Grasanbau. Gelblicht? Na, ist ja wie bei Oma im Couchkasten. Kann ich mir den nehmen? Warum ist nur die rote Glühbirne so? Weil die wichtig Gelbes ist. Gelbes Licht mag ich nicht. Das sind Schalter. Ja. Grünes Licht mag ich nicht. Ach, da ist viel zu heiß, die Scheiße. Okay, müssen wir ausmachen. Da gibt's ja drei Eine Kombination Schalter. Von drei Schaltern. Irgendwas sagt mir, dass die nicht direkt funktionieren werden. Benutze. Okay. Die Strahlung, die diese Pilzviecher jetzt ausströmen, schmerzt höllisch. Ach so, jetzt kann er sie nicht nehmen, weil er... Die Strahlung, die diese Weil die Pilze wabern. Okay, also müssen wir die richtige Kombination wahrscheinlich. Nein, rot ist an. Dann machen wir... Ach so, jetzt glühen sie nicht mehr. Jetzt könnte ich sie mir theoretisch nehmen, aber sie ist zu heiß, richtig? Ja. Viel zu heiß. Okay, dann machen wir den ersten wieder aus. Jetzt glühen die. Okay. Letzten an. Glühen immer noch. Glühen, glüht. Dann den mittleren. Den nochmal an. Dann ist er an. Also den nach links. Und ja, wunderbar. Okay. Und jetzt ist es kalt. Genau. Instant. Instant abgekühlt. Instant kalt. Eine rote Glühbirne. Ich mag rotes Licht. Das sieht aus wie so ein... Das ist ja so ein... Eher mit so ein Fahrradlicht rot hier drauf, oder? Ja. So, was haben wir hier? Die Figuren in dieser Vitrine kommen mir verdammt bekannt vor. Ja. Die Vitrine ist abgeschlossen. Schade, haben wir einen Schlüssel? Nee, ich glaube nicht. Haben wir Prügel? So wird das nichts. Schade. Spielautomat. Ein Tetris-Spiel, wo Steine aus vier Richtungen in die Mitte fallen? Ich meine, der Ehrlich, hat das... Wer erfindet denn so einen hirnlosen Blödsinn? Ja, er selber hat, glaube ich, irgendwo, ich glaube sogar auf seinem Kanal, ich weiß nicht, ob das auf dem Spack, auf seinem Kanal. Der hat mal seine alten Projekte, wie er angefangen hat zu programmieren, oder irgendwie hat er was Programmiersachen gezeigt, und darunter waren auch Spiele, oder eigentlich hat er nur Spiele gezeigt, auf jeden Fall war darunter Quadris. Ja. Na, wenn's unbedingt sein muss. Aber ich spiele nur den Classic Mode. Classic Mode ist wahrscheinlich nur von oben, oder was? Hat er das hier eingebaut? Ja, warum nicht? Hat er das da eingebaut? Ich würde erstmal ein Bild sehen wollen. Hat er wahrscheinlich... Ah ja, Classic Mode. Ja, die anderen Sachen sind... Kannst du runterdrücken? Oder ja, bestimmt. Okay, also es ist kein Quadris jetzt in dem Fall, sondern einfach nur Tetris. Das Coole ist ja oben, dieses Dot Matrix with Stereo Sound. Das ist... Kannst du... Ja, gleich nach links, ja, wenn du annimmst. Das ist... ich glaube, das steht auch auf den Gameboys drauf. Ja? Mhm. Ich kann ihn nicht mal drehen. Links und rechts? Nee, ich möchte hier drehen. Warte, da. Turn the space, okay.
Gelobet sei die Anleitung an der rechten Seite. Ja. Oder Gamepad sogar. Oh. Wir haben Freunde, wir kriegen... Ich wollte gerade sagen SMS, aber SMS schreibt keiner mehr. Der Telefonanbieter sagt, es ist wieder was passiert. Warum hat er dafür jetzt Space genommen? Ach so, weil vielleicht... es in Quatris wahrscheinlich das nach oben... Dreh mal. Nochmal drehen. Nochmal drehen. Und jetzt rechts in die... Ja, weil für Quatris wahrscheinlich das nach oben genutzt wird, wenn die Steine von unten nach oben fallen, um das näher ranzurücken. Daher war Space wahrscheinlich die Lösung, die Pfeiltasten nicht. Hm? Einmal flach auf den Dreier, jetzt einmal rechts. Ach so, ja. Ja. Du, das können wir jetzt hier ewig weiterspielen. Wir sind ja die Kings, die das hier... Ist das spielrelevant? Nö. Wir haben vorhin unseren... ich weiß gar nicht, was das war. So ein Shit. Oder so ein... Hier, was oben rechts eingeblendet wird. Ja. Oh, guck mal, links unten, ne? Die 2D Quatris. Mhm. Da kann man es wahrscheinlich richtig wahrscheinlich spielen. So. Okay, also falls er mal einen guten, oder ja, ich finde ihn eigentlich recht gut, etwas herausforderndes Tetris spielen wollte, habt ihr da auch den Link eben im Spiel gesehen. So. Die können wir nicht angucken. Guck mal, die Actionfiguren hinten. Ja, habe ich vorhin schon. Genau, stand in der Vitrine. Na, hier ist ja mal alles am Start. Kann man... Die Siedler von Marzahn, Postal 2, das Board Game. Das weiß ich noch, aber letztes Mal angeguckt. Nuclear War 2, jetzt mit noch mehr Toten, Hartz 5. Und sogar Mensch, ärger dich nicht in der original ungeschnittenen Fassung You Rage, You Lose. Was ist das mit dem Teddybär da oben? Ich glaube, wenn Pidobär mal erwischt wird, wird es ihm auch so ergehen. Hm, okay. Wir haben eine Lampe. Geil. Und jetzt? Gehen wir mal zu Lorraine. Vielleicht. Also links ist ja dieses Militärding. Wladimir Schwicken, der persönliche Butler vom Waldpenner. Er sieht aus wie eine Pappfigur mit grünen Füßen? Dieser Kerl kann Pappe Leben einhauchen? Verdammt! Obwohl, was kosten so voll Silikonpuppen nochmal? Ich wollte, also links hatten wir ja, glaube ich, so einen Anhänger bekommen, weil wir den Cola gegeben haben, diesen Leuten. Mhm. Hatten wir hier? Geht halt. Was war das nochmal? Das kann man noch gar nicht. Das können wir, genau. Können wir noch das sieht aus wie der Raum von dem Penner. Nicht von dem Penner. Hier, Von dem Wigger. Guck mal, links oben, Record of Lodoss War. Und was ist rechts? Ist irgendwie auch ein Anime Babe. Aber das spiegelt zu sehr. Da kann man nichts erkennen. Das sah doch hier voll nehmbar aus, aber war wohl nicht. Zentrifugator. Das ist ein sogenanntes Rotlichtmikroskop und wird benutzt, um Dinge sichtbar zu machen, die das bloße Auge nicht erkennen kann. Hm. Da schrien doch die Adventure Alarmglocken. Eine entsprechende Glühbirne ausgestattet sein. Ja, siehe. Okay. Puh. Hä? Achso, okay. So, was kann ich denn? Dann habe ich aber erst noch das Rotlicht einschalten. Ah, meine. Die Mütze. Oh, wir jetzt sind überall so komische Flecken an der Wand. Der normale Lichtschalter im Raum, anscheinend der einzige Lichtschalter, der hier die Deckenlampe auch, der macht nur das rote Licht. Ich muss erst etwas runterlegen, um es zu betrachten. Kann man diesen Pilz nehmen? Bin ich hier schon mal gewesen? Nein, eher nicht. Echt wahr. Wahrscheinlich. Da lass dich mal lieber die Finger von. Das Fenster im Hintergrund könnte ich mir sogar vorstellen, dass das Originalfoto aus dem. Weiß ich nicht. Es ist zumindest höher aufgelöst, aber er hat ja hoffentlich. Ich meine, das Haus, was im Hintergrund zu sehen ist, das ist vielleicht Originalaufnahme von dem Fenster, wenn das jetzt ein echter Raum ist, der nachgebaut wurde, dass sie halt quasi die echte Nachbarschaft davon fotografiert haben. So wie das von Pilzen zugeklebt ist, frage ich mich, wie man das je wieder aufbekommen sollte. Ich weiß auch nicht, vielleicht sind das sogar die Originalanordnung der Pilze an dem Fenster. Wie es bei dem Wigger war. Kann auch sein, ja. Hä? Ich habe jetzt nur angeguckt. Ja, es wurde jetzt eine Zwischensequenz gekommen. Jetzt dauert das wieder so lange. Meinst du, kriegen wir das heute fertig? So, ihr Halunken. In der Aufnahmesession. Wo der Frost die Locken hat.
Ach, das ist die Figuren aus der Vitrine. Das ist im Zimmer nebenan. Ja, haha. Und ob ich das bin. Und nun gibt's wieder auf die Nuss. Oh nein, bitte nicht. Aber ja. Sir? Sie haben nichts gesehen. Nein, Sir. Ich habe nicht gesehen, dass Sie wieder mal mit Ihren Pupen spielen. Spaceballs. Gut. Was gibt es? Original, glaube ich, Spaceballs. Ich wollte Sie nur Zitat. Darüber informieren, dass ich auf 5 Uhr Kamelenbad eingelassen habe. Aufgezeichnet. Ist das Ben, der den Weekend macht? Von der Stimme? Von der Stimmfarbe passt es. Einige chemische Substanzen, die ich nicht kenne. Und ganz oben natürlich die Entwicklerflüssigkeit. Ganz oben, okay. Hier ist zugemacht. Die gute Luft lüftet. Und das ist wohl auch besser so. Ja, anscheinend nicht gut genug, weil man hier die ganze... Okay, hier gibt's auf jeden Fall das Ding hier. Der Zentrifugator 3000 mischt alles und jeden auf. Geil, ein super sauberer Kampf. Was war das für ein mit mehr Zeug oben in der Mitte? Peter North in seinen besten Tagen. Was war das oben in der Mitte im Inventar für ein Zeug? Die Chemikalie X gibt jeder Mischung erst den richtigen Pfiff. Kann ich das da reinpacken? Wie bei vielen anderen Geräten bisher gilt auch hier, erstmal aufmachen die Scheiße. Yo! Machen wir doch glatt! Ich habe jetzt nur keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das benutzt. Dann können wir mal. Was das soll. Warte mal, was ist denn hier unser. Das haben wir noch gar nicht angeguckt. Oh, sind wir blöd. Das konnte ich bereits abhaken. Moment mal. Ein Erlmeyer-Kolben. So wie aus dem Chemieunterricht. Dient als Behälter für das Fungizid. Okay, da sind doch Kolben. Links. Ja. Ja, gut, aber keine Erlmeyer. Hat denn... Sind Rundkolben. Das geht natürlich gar nicht. Hat denn hier einer von unseren Kollegen was eingesammelt? Weiß ich nicht. Aber haben die unterschiedliche? Die haben eine leere Flasche. Das haben wir schon. Okay. Ja, warte. Warte mal, Pritschit, was ist das rechts dann? Benutze, was ist das ganz rechts? Das ist ein Spray. Spray, okay. Ach. Nee, benutze. Wagga, wagga, wagga. Nee, aber dann müsste, wenn das bei ihm nicht abgehakt ist, ist das bei dem anderen auch nicht abgehakt. Stimmt. Geh mal nach links. Ein Imprägnierspray mit Dichthaltungsfunktion. Dieses Gerät liest Magnetstreifen. Was machen wir denn mit den Karten? Später? Ach so. Ans Hauptgerät. Wir können mal gucken. Der Ben hatte, glaube ich. Ich gebe dir nochmal das. Der Ben Ding. Hat die Visiten, eine Visitenkarte von. Ja, genau. Das bekommen. Hatten wir bei der letzten Aufnahme haben wir das jetzt schon angedacht gehabt, dass man das mal ausprobiert. Warte mal. Okay. Was stand bei dem? Ich habe genau das gleiche Problem wie du. Biomatte, schütteln und erhitzen. Schütteln und erhitzen. Also warte. Die Klo. Ach so. Warte mal. Wir müssen alles in den. Mach mal die Chemikalie X und den Elmalakon. Ja, genau. Dann. Wo haben wir eine Biomasse denn? Geht's weiter nach hoch? Nee. Er hat hier auf jeden er Fall. Hat, was hat der? Was ist das für ein grünes Zeug gewesen? Ist das die Biomasse? Das ist dieser Schwamm. Eine richtig schwere, fiese biologische Masse aus einem verdreckten Wasserfilter. Okay. Gehen wir mal alles zum Ben. Benutzen. Ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, der Kopf sieht aus, als ob original von irgendeinem Grafikprogramm so ein Effekt Marmor. Der Overlay drüber gemacht worden ist, ne? Oh, jetzt ist der Lift schon voll. Ne? Warte. Du hast gar nicht zugehört. Ja, es sieht halt so aus, ich weiß. Das hast du letztes Mal schon gesagt. Na. Hol ich mir erstmal den Kram aus dem Lift. Warum hat er denn da ein Limit eingebaut? Und ist ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil er genau, er muss halt gucken, dass er das merkt, was drin ist.
Der kann sich halt nicht so viel. Also benutze das und das. Im Erlmeyer-Kolben liegen nun einige Zutaten. Dann hatten wir mal das hier mit dem. So wird das nichts. Schade. Nee. Müssen wir gleich mal gucken. Gib die Visitenkarte dem Loreng. Da ist doch diese komische Telefonistin und eine Tafel. Achso. Wo die jemand drauf geguckt hat. Ich glaube, wir müssen die Telefonnummer ran. Okay, warte, also benutzen wir hier. Wieso gibt's erst die Glocke und dann hört man den Aufzug? So, soll die Glocke nicht klingeln, wenn der Aufzug da ist? Die Visitenkarte eines Schwicken. Sogar mit Privathandynummer. Okay, jetzt. Die mussten jeden, von jeder Person, die die Dings haben könnte, ja, einen Kommentar zu dem ein und denselben Item geben, ne? So nach dem Motto, wenn auf Karte geguckt, Bedingung, Ben hat die Karte, dann Ben-Kommentar, Bedingung, Loreng hat die Karte, dann Loreng-Kommentar. Ich schmeiß jetzt erstmal alles Mögliche zusammen, was wir auf dem Plan haben, weil die Gegenstände haben wir ja schon. Die müssen sowieso nach Ben, glaube ich, für den Mixling. Im Erlmeyer-Kolben liegen nun einige Zutaten. Wenn man sich nicht merkt, was man reingetan hat. Wir haben das. Hast du die Zitrusstangen reingepackt? Ja, das müssen wir jetzt schütteln. Gar nicht mitbekommen. Vorhin, jetzt gerade. Achso, okay. Ja, dann schütteln wir. Das kann man wahrscheinlich in diesem Zentrifugal, Terminator, Zentrifugator. Was? Zentrifuge. Zentrifugator, ja, nicht Zentrifugator. Als betont. Ey, guck da eigentlich so leicht bekifft, leicht gelangweilt, ne? Irgendwie so eine Mischung. Seele. Ich find's ja mega, der hat ja jetzt eine riesen Mähne auf dem Kopf. Sonnenteppich. Sonnenteppich. Diese Mischung wurde fertig geschüttelt, aber muss noch anständig erhitzt werden. Oh, wo waren denn Hitzequellen? Haben wir das hier unterm Rotlicht? So wird das nichts. Schade. Ja, guck mal, wir machen jetzt erstmal hier unseren. Wo war denn hier Hitze, ey? Gibt's irgendwie Laserstrahlen? Da gibt's Laserstrahlen. Oder? Laserstrahlen. Die nutze. So, der hat sie sich ja jetzt privat. Hat er schon gemerkt, dass es privat ist? Also. Ich hab jetzt einfach mal die Nummer dieses Herrn Schwicken draufgeschrieben. Jo, ist ja gut. So, dann reden wir mal. Dürfte ich mal kurz stören? Ich wollte gerade sagen. Wie? Was? Achso. Ich habe jetzt gerade gedacht, was hat die denn für einen komischen Namen? Call Agent? Call Agent. Darf ich bitte noch einmal zuschauen? Ja, bitte. Warum nicht? Wird ohnehin mal wieder Zeit für einen Anruf. Mal sehen, wer ist denn gerade dran? Oh, da stand eine vorhin Nummer noch ohne nicht Namen? Da. Naja, wer interessiert sich schon für die Namen von Typen? Eine schnelle Nummer reicht. Wladimir Schwicken, ja bitte. Schönen guten Tag, Herr Schwicken. Hätten Sie eine kurze Minute Zeit für eine kleine Umfrage? Was? Umfrage? Ah, von mir aus, aber ich nicht habe viel Zeit. Es geht auch rucki-zucki, Herr Schwicken. Ja, nun bitte. Wenn Sie einen Zugangscode besonderer Wichtigkeit wählen müssten, mit welcher Ziffer würde er beginnen? Was ist denn das bitte für Frage? Eine simple Ziffer genügt mir bereits, Herr Schwicken. Also ich würde sagen, wahrscheinlich die 2. Das war es auch schon. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Hilfe. Wir haben doch, warte mal. Bitte, was auch immer. 2. Wir haben die... Die Ziffer sollte man sich merken. Oh, wollte was auch schon. Wir haben die 2 und wir haben hier... Ist das der Code, den wir brauchen? Hier muss wohl auch mal was drauf gestanden haben. Jetzt ist es unkenntlich verschmiert. So erkenne ich leider nicht mehr, was mal drauf war. Jetzt weiß ich nicht, ist das genau das gleiche, der gleiche Code, den er meint, oder ist das nochmal was ganz anderes? Das ist eine gute Frage. Weil wir hatten ja auch... Kann ein Zufall sein. Wir hatten ja auch unten im Klo, da stand ja auch eine Nummer. Ah, nee, die hat man angerufen.
guck mal, war hier nicht irgendwo der Raum, wo diese Laserstrahlen rauskommen? Das war bei, rauskommen? Du meinst der Flur, wo der Schwicken dann liegen kann? Ja, das ist unten bei Kai. Kann man da diese Chemikalie hinpacken? Ich nicht wissen, was ist das für eine Frage? Oder war hier irgendwo ein Kamin? Von dem ich vergessen habe, dass er existiert. Eine Lücke in der Laserbarriere. Zu schmal, um ihn durchzugehen. Aber etwas durchwerfen sollte funktionieren. Nee, das geht dann wohl nicht. Okay, also warte mal. Wir gehen mal wieder zu Wir haben ja immer noch hier unser... Warte mal, können wir das in eine... So wird das nichts. Mir schwant. Können wir in die Bügelflasche... Wir wissen auch noch nicht, was man mit diesen Typen oben auf dem Dachboden machen kann, ne? Nee. Aber der hat auch irgendeinen Code oder so, ne? Ja. Irgendwas... Oder irgendein Geheimnis, das wir noch nicht wissen. Achso, warte mal. Die CO2-Kapsel muss in die Pistole. Und der Laserpointer. Und die Imprägnierung. Kann man den Laserpointer zum Erhitzen benutzen? Ja, warte, erstmal. Das muss da rein. Das muss da rein. Die Wasserpistole wurde bereits mit einigen Extras versehen. Ist aber noch nicht fertig. Das Imprägnierspray hat noch der. Low Rang. Mensch, Lurin, du Lusche! Dann geben wir das auch mal, damit wir so ein bisschen mal unser Inventar clearen. Entgleisen. Ich frage mich, was das hier sein soll. Also, wer dahinter ist, was dahinter ist. Entweder ist es nur so ein Gag, so typisches Bild, wo sich die Augen mitbewegen. Ich könnte mir noch vorstellen, dass wir mit der Craft-Bier-Flasche was machen. Nur was? Und zwar... Ich meine, unten bei der Empfangsdame war ja noch so eine Statue. Ich meine, da war irgendwie die Hand irgendwie, dass man da was reinlegen konnte. Oh nein, das Einsprühen hat die Imprägnierflasche. Die Wasserpistole wurde bereits mit einigen Extras versehen, ist aber noch nicht fertig. So wird das nichts. Ich guck mal, ob ich hier mir noch so ein Bier zapfen kann, weil das Einzige, was ich für eine Bügelflasche sinnvoll erhalte, ist ein gutes altes Craft-Bier. Benutze Glas. Benutze. Die Bügelflasche kann man dann nicht runterstellen, oder? Granulatbier, nicht Craft-Bier. Nee, ich glaube nicht, aber vielleicht kann man es umfüllen. Ich finde die Musik im Hintergrund so lustig. So wird das nichts. Okay, dann benutze ich das nochmal. Die Flasche passt hier nicht direkt runter, aber man kann ja hinterher umfüllen. Ja, warte. Öffne. Achso. So wird das nichts. So wird das nichts. Was? Das ist. Ah ja, gut, das ist kein. Das ist eine Bügelflasche. Ich wollte sagen, das wäre das Logischste, die Bierflasche zu öffnen. Kannst du denn Ruhekerzglas mit Bier? Das ist doch so vielen Ebenen falsch. Bier mit Flasche und nicht Flasche mit Bier. Okay, ja, das war die Reihenfolge. Granulat war Bier, Typ Pilsner. Das ist auf so vielen Ebenen falsch. dafür trinke ich kein, falls jetzt keiner weiß, ich trinke kein Bier. Allgemein eher selten Alkohol. Aber er ist ja vom Fach quasi. Er ist vom Fach. Der Kenner. Und, er sagt das mit so einer Überzeugung, also das nimmt man den auch hundertprozentig ab, das, ne, also, allein um diesen Gag wahrscheinlich auch zu machen, braucht man die Ahnung von